Hallo, ich bin Renate Weber und ich bin Talent Management Consultant bei der TTS seit 1,5 Jahren. Auch für uns hat sich der Alltag radikal geändert. Implementierungsprojekte und technischer Support müssen von jetzt an von zu Hause aus über Videocalls stattfinden. Technologisch ist das dank Cloud kein Problem, aber für uns als Berater und unsere Kunden ist das eine ganz schöne Herausforderung. Aber ich bin nicht nur Beraterin. Ich bin auch Psychologin. Daher beschäftige ich mich auch damit, was die neue Situation mit uns Menschen macht. Und was ich momentan erlebe, ist eine Art Entschleunigung des Arbeitslebens. Aber wie kann das sein? Wir konzentrieren uns jetzt nur noch auf eine Technologie, die Informationen binnen Millisekunden quer über den Globus schicken kann. Zeitfressende Wegzeiten von A nach B fallen komplett weg. Wie also kann sich die Arbeit nun langsamer anfühlen als vorher? Nun ja, dazu habe ich drei Beobachtungen gemacht. Erstens, wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. In der Öffentlichkeit, in den Medien und damit auch im Alltag. Wir fragen, wie geht's dir und wollen dabei wirklich wissen, ob der andere gesund ist. Zweitens, wir haben die Kontrolle über unsere Zeit wieder. Dank moderner Technik und einem sehr eingeschränkten Bereich können wir unsere Zeit extrem gut planen. Stressfaktoren, auf die wir keinen Einfluss haben, wie zum Beispiel verspätete Züge, fallen weg. Und drittens, wir nehmen unsere Umwelt viel bewusster wahr. Wenn ein einfacher Spaziergang zu Hause das Einzige ist, das man unternehmen kann, so ist man wohl automatisch achtsamer mit sich und seiner Umwelt. Für den Alltag im Consulting werden wir uns von dieser entschleunigten Arbeitswelt ein Beispiel nehmen. Wir möchten in der Zukunft genau prüfen, wann es sich lohnt zu reisen und wann auch digitale Formate und Tools eine gute Alternative sein können. Denken Sie doch auch mal darüber nach, welche positiven Aspekte Ihr Arbeitsalltag zurzeit hat und was Sie sich für die Zukunft beibehalten.